Hallo, ich bin Dr. Graf. Es war nichts los in meiner Praxis. Gelangweilt summte ich vor mich hin. Bulimie, fa sol la si do. Da macht es an der Tür pock pock. Ist bestimmt nur der Wind. Pocken kommt von ihm. Dachte ich, aber da sah ich Ziegenpeter. Ich rief, hör auf, so an der Tür zu röteln. Er kam rein und sagte, er hat Skiurlaub gebucht. Ja, der war aber. In St. Gallenstein. Ob ich mit will? Die Vorstellung begann mich zu ereitern. Ein Tripper in die Berge. Das wär's. Endlich angekommen, betraten wir die Alm. Wir mussten erst mal warzen. Denn Gäste und Gastraum waren total Gicht. An der Garderobe versucht ein Zwerg Fellmützen zu klauen. Genital, Wärts. Ohne Hut, rät er mir. Schließlich wurden Tische frei und ich machte eine Stuhlprobe. Sehr unbequem. Ne? Dem nächsten Gastritis davon ab. Jetzt lispel ich schon hier. Ja. Ich rief zum Kellner, Rheuma auf. Hier. Tisch ist dreckig hier. Und Mumps gleich deutlich zu sagen, wir wollen mehr als ein Pluterbrot. Es gab dann Fettleber. Mit entzündeten Mandeln. Und Tetanus. Mit Pest. Oh. Ja. Dazu tranken wir ein 93er Scharlachberg und Coca-Cola. Da trat auf einmal Ranschit an den Tisch heran. Wollen neue Rose kaufen? Was kosten denn 3x3 Stück, fragte ich. Oh, weiß nicht, sagte Ranschit. Impotenz rechnen war ich nie gut. Ja. Plötzlich erklang Musik und schon stand Ziegenpeter auf der Bühne bei der Band. Er riss auch eine auf, die durch Blasen steinreich geworden war. Ja, er Ja. Er geriet an Gina. Eine Professionelle. Der arme Tropf war total frustriert. Ich sagte, mein lieber Herpes im Mist. Bald scheint wieder die Sonne. Er fragte, Hoden, Hoden. In Italien, Influenza. Doch als ich mir den Ski binde, haut er mir einen rein. Damit hatte er es wirklich auf die Spritze getrieben. Ich rief nach einem Gendarmenverschluss, schrieb er auf das Protokoll und sagte dann zu mir, Zyste, jetzt wird alles wieder gut.